Okay. Gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, schön, auch gut. Okay. Ja, ist recht, knistert ein bisschen, aber wird schon gehen. Ja, hoffentlich. Muss. Okay, ich sehe, du bist Diamant 3, Rang 1. Das schaut doch schon mal ganz ordentlich aus. Ja, für dir 3 geht. Ich denke, ich komme wahrscheinlich bald zu Diamant 2, aber dann weiß ich nicht. Weiß nicht. Okay. Jo, ich zeig dir erstmal eine Kleinigkeit, weil bei mir ist bei dir aufgefallen, wie du dein Wall-Off machst. Und ich habe jetzt extra ein Replay dafür gemacht, dass ich dir ein bisschen zeigen kann, oder auch anderen Leuten, wie ich den Wall-Off machen würde. Gut, ja. Weil bei dir ist es, oder bei vielen anderen auch, häufig so gewesen, dass du die Barracks, ich weiß nicht, ob ich es da gezeigt habe, aber du baust halt ganz normal zu und dann musst du die Barracks liften und dann wird da der Reaktor gebaut und dann ist der Reaktor, dann kann man den, dann ist er verwundbar und und. So, genau. Warte. Ja, nee, passt. Ich weiß nur gerade nicht, warum die Hotkeys nicht funktionieren. Ja. Schauen wir gleich mal. Ach so, ja klar, weil nur ein Spieler im Spiel ist. Ja. Okay. Jetzt spulen wir da kurz vor, bis alles fertig ist. Und dann gucken wir uns das gleich mal an. Genau. Okay. Also du kannst auf Rampen hier zum Beispiel. Ah, sieht. Na, sieht mir Ping gar nicht. Nein, okay, man sieht den Ping nicht, egal, da muss ich es halt sagen. Also links unten und links oben. Das sind die Rampen, wo du eigentlich ganz normal zuwallen kannst. Mit Depot, Racks daneben und Depot drüber oder daneben halt. Je nachdem, wo du das erste Depot setzt. Also unten habe ich es ein bisschen variiert, das kann man machen. Würde ich fast nicht machen, weil das Taglab da ein bisschen verwundbarer ist. Oder der Reaktor, wenn du den dahin baust. Aber nur zum zeigen, wie es halt auch sein könnte. Also links oben und links unten. Unten ist quasi gespiegelt, sollte sein. So würde ich ganz normal zu. Also wie es links oben ist, genauso würde ich es links unten auch machen. So. Allerdings bei rechts, auf der rechten Seite, rechts unten siehst du das zum Beispiel sehr, sehr schön. Das zweite Depot ist ja da, wo normalerweise deine Barracks steht. Ja. Genau. Und was dann passiert ist, du musst die Racks meistens liften, weil du daneben noch ein Depot bauen willst. Das heißt, du liftest die Racks hoch, die fliegt nach links, geht runter und baut da den Reaktor hin und daneben kommt das Depot und dann ist zu. Das Problem dabei ist bloß, erstens verlierst du damit ein bisschen Zeit, diese 2-3 Sekunden zum Liften. Und zweitens ist der Reaktor, den du da meistens baust, sehr verwundbar gegenüber zum Beispiel Zerglingen. Also wenn der Zerg könnte, auf Frost jetzt nicht so genau, aber auf anderen Maps, auf Zweispieler-Maps, könnte der Zerg ein Timing treffen, wo er da mit Zerglingen, langsam Zerglingen zum Beispiel angreift oder auch Speedlinge, wenn er wirklich committet und dann den Reaktor tötet, während er noch im Bau ist. Du kannst nicht counter-repairen, weil er noch im Bau ist und dann flattet er dich einfach mit massivst vielen Lingen und du... Meistens stirbt man da einfach. Und wenn du so baust, wie es ich jetzt hier gemacht habe, unten rechts siehst du, der kann den Reaktor überhaupt gar nicht angreifen, also null. Ja. Und rechts oben nur mit einem Zergling und das reicht nicht. Und der Reaktor wird dann fertig und dann kannst du schön Counter Repair machen. Also das ist die sicherere Variante und du sparst dir das Gelifte, was auch nochmal 2-3 Sekunden besser ist. Sehr gut. Gut, das ich mache noch ein paar Screenshots am besten noch extra jetzt. Kannst du machen. Ich lade das aber, wenn es dir nichts ausmacht, auch auf YouTube hoch. Dann kannst du es jederzeit wieder anschauen. Nö, nö, macht mir nichts aus. Perfekt. Das ist gut dann. So, Genau. dann habe ich das sehr schön. Sehr. Ja, da, also es ist mir schon ein paar Mal passiert, auf jeden Fall, dass ich gestorben bin gegen so frühe Dinge, weil der Reaktor. Ja, ist mir auch passiert. Dann dachte ich mir, nee, das muss doch anders gehen. Und das geht tatsächlich anders. Das ist das Schöne. Sehr gut. Ja.
Okay, ich habe jetzt die meisten angeguckt, die meisten Replays, die du mir geschickt hast. Eins hast du gewonnen, das war ein TVC, da habe ich jetzt nicht so viel rausziehen können. Ich glaube am besten, welches war mal? Schauen wir uns das TVT zuerst an, das lange auf Rost. Gucken wir Ja. mal, was wir da alles rausziehen können. Ja, ich muss sagen, TVT, irgendwie, ich bekomme sehr gut hin, Early Game zu spielen und dann Mid Game alles zu throwen. Und da bin ich halt. Ja, kenne ich. Das ist. TVT ist einfach nur. Ich freue Ja. mich schon so drauf, wenn die Tanky-Wags wegkommen. Ich hoffe ja, sie kommen weg. Ja, ich denke mal schon, ne, weil es so fast die größte Änderung einfach. Ja. Also So. gegen Zerg braucht man es zwar derzeit irgendwie noch, und gegen Protoss ist auch ganz nett, aber im TVT, das ist einfach so furchtbar. Und ich bin so froh, wenn es wieder rausfliegt und dann hat man wieder Mech und Bio und Positional Play und dann hat man einfach mehr Variation. Und man trifft wieder Timings ganz anders. Man kann auch wieder viel schöner droppen. Es wird einfach tausendmal besser. Hoffe ich. Hoffentlich. Ja, Am Ende wird es richtig. dann richtig. So, ich glaube, du hast da Gas First gespielt, wenn ich mich richtig. Ja. Ja, ich Nee, ist sag, gut. ich habe halt nur zwei Builds insgesamt, was richtig wenig ist. Weil, also ich habe halt erst wieder vor, ich glaube, 3 Wochen oder so angefangen und ich dachte Ja. mir, ich brauche einfach nicht so viele. Und im TVT habe ich halt nur diesen Banshee-Opener. Ja. Oh. Nee, ist definitiv viable. Ich glaube, er ist ein bisschen outdated. Also Banshee sieht man. Ich habe es letztens vor 2 Monaten Major gegen Hero Marine oder gegen Master, glaube ich, wenn er spielt Master Terran? Doch schon, ja. Ja. Ja, genau. Der spielt halt dann 3 Cloak Banshees und super hyper aggressiv und es kann funktionieren, aber da ist das halt das letzte Mal, wo ich es wirklich gesehen habe. Meistens ist jetzt einfach bloß 2 Hellions, ein Reaper, 2 Reaper, ein Hellion oder sogar 3-3 und dann irgendwie später die Echse nehmen und Liberator reinklatschen. So Zeugs halt. Also man kann Banshee spielen, klar, aber ist ein bisschen outdated. So, und was du jetzt hier schon mal gemacht hast, ist, ich will nicht Fehler sagen, aber erstmal hast du leider das Depot ein bisschen gemissklickt. Naja, ist dann. Und dann baust du den Reaper vor der Factory. Und das willst du eigentlich nicht, da du ja auf Cloak Banshee gehst, willst du ja das so früh wie möglich haben. Also bau ruhig die Factory zuerst, bevor du den Reaper andrückst. Weil auf die paar Sekunden kann es schon ankommen. Das können 5 bis 10 Sekunden sein, je nachdem, wie weit die Entfernung ist und so weiter, wo du dann halt das Timing nicht mehr so gut triffst. Und du kannst den Scout hier eh nicht verhindern. Du baust dann die Factory noch irgendwo in der Ecke. Ich glaube ganz hier in die Ecke, damit das ja nicht sieht oder ich weiß nicht genau. Aber ist halt ewig spät. Also die könnte jetzt schon im Bau sein. Und sie kommt halt immer noch nicht und immer noch nicht und immer noch nicht und jetzt erst. Also ist 10 Sekunden spät. Also eigentlich, wenn du guckst, der Reaper ist schon 23 Sekunden durch und die Factory 7, eigentlich sind sogar 15 Sekunden, wo die Factory zu spät ist. Du willst es sogar noch vor dem Supply Depot bauen. Okay, gut. Also, dass du halt wirklich das Timing auch triffst mit dem Banshee. So, jetzt kommt dein Reaper raus, sehr schön, baust einen zweiten. Dein erster Scout ist auch okay. Man hätte einen SCV-Scout machen können auf der Map. Muss jetzt nicht zwingend sein. Obwohl, es gibt Leute wie mich zum Beispiel, denen ist TVT so ein Graus, die proxyen hier 3 Barracks mit Reaper. Die spielen einfach 3-Rex Reaper auf der Map. Boom. Und dann bist du halt ziemlich kaputt. Vor allem, wenn du dann das nicht siehst, dann kann es echt knifflig werden. Es gibt dann, auf Rost gibt es noch ein schönes Ding. Du kannst irgendwo hier, an dieser Ecke, die gibt es überall ein Depot bauen, dann können die Reaper da nicht mehr hochjumpen. Das macht die Verteidigung um einiges einfacher. Auch später, also wenn du jetzt Reaper öffnest und er würde bei sich an die Ecke ein Depot bauen, Scouting wäre für dich schon mal um einiges schwieriger. Also das dritte Depot oder was kannst du gerne dorthin klatschen. Ist gut. Im TVT vielleicht sogar schon das zweite, wenn du ganz sicher sein willst. Und das dritte baust du halt dann zum Wall auf. Kommt drauf an, ist riskant.
Weil du blockst zwar dann einerseits die Reaper, andererseits, wenn der Reaper Hellion spielt und wirklich aggressiv reingeht, hast du kein Wall-Off. Das ist dann auch doof. Da musst du halt gucken, was dann besser für dich funktioniert. Weil genau das ist das Ding. Wo du jetzt hier reingehst, das ist ja, wenn jetzt da der Wall-Off nicht wäre, könnte da ein Hellion rein. Also wahrscheinlich ist es wirklich besser, erst das dritte Depot dorthin zu bauen. Ja, gut. Dann das dritte. Ja, ich klatsch die richtig oft einfach random wohin. Du klatschst insgesamt ziemlich viel immer random hin. Also wenn ich jetzt gucke, dein Base-Layout, generell möchtest du in den allermeisten Fällen, like, ich sag jetzt mal 95%, die Produktionsgebäude immer in einer Linie nach unten haben. Also unter dem Starport ist die Barracks und darunter ist die Factory und darunter kommen nochmal zwei Barracks und dann machst du eine Lücke und dann kannst du dort weiterbauen. Also immer so fünf in einer Linie. Gut, gut. Das kann ich mal machen. Ja, ich, genau, ich hau die halt immer irgendwo. Ja. Weil das macht's einfach viel, viel besser zum Verteidigen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Base Trade spielst oder gegen einen All-In und der muss da rein und du hast viele Choke Points und einen klaren Weg, den er gehen muss. Es ist auch gegen Tanks zum Beispiel, ist mir letztens erst aufgefallen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn der Gegner einen Doom Drop macht, und du hast so einen richtigen Korridor, wo deine ganzen Marines sind. Dann hast du erstens, wenn die da stehen, die klumpen zwar am Anfang ein bisschen, aber erstmal sind die alle in einer Linie. Was weniger Splash ist, als wenn sie auf einem großen Feld wie so eine Traube sich zusammenpferchen. Und was du dann machen kannst, ist zum Beispiel, ist zwar sehr riskant, aber je nach Situation, alle Gebäude liften und einfach reinstimmen und du hast eine wunderschöne Konkave. Weil sie halt alle schon in einer Linie stehen. Gut. Ja, muss ich mal schauen. Ob ich das umgesetzt kriege, mal sehen. Ja, muss man üben. Ja. Immer wieder. Ich sehe jetzt auch zum Beispiel hier, du bist. Also der Starport. Wow. Okay. Ja. Schau mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 3:28. Und dein Starport mit dem Tech-Lab ist fertig. Der ist schon 10 Sekunden, 15 Sekunden zu spät wegen der Factory. Und du hast du hast die Barracks nicht benutzt für das Tech Lab, sondern der Starport hat das selbst gebaut, glaube ich. Nee, ah doch, okay, passt, mein Fehler. Okay. Nee, dann ist okay. Aber trotzdem, also diese 15 Sekunden. So, jetzt 3:30. Guck mal, wie lange du brauchst, um da das Benji zu bauen. Es sind jetzt schon nochmal 15 Sekunden. Und Cloak ist immer noch nicht da. Weil du jetzt vorne am Micron bist, was auch komplett okay ist. Aber du triffst halt das Timing null. Das funktioniert zwar lustigerweise in dem Spiel noch, aus irgendeinem Grund ist es so ein richtiges Off-Timing. Also manchmal funktioniert das ja, aber jetzt kommt's halt erst. Und das ist halt 30 Sekunden zu spät, plus die 15 Sekunden von der Factory. Also theoretisch eine Dreiviertelminute. Ja, die wäre dann schon drüben wahrscheinlich. Ja, und Cloak wäre auch so ziemlich durch. Und dann hättest du halt wunderschön vorne Pressure mit Hellion Reaper und hinten fliegt dann die Banshee rein. Und du siehst ja, jetzt erst baut er die eBay. Stell dir vor, die wäre jetzt schon drin und er hat zwei Marines. Das ist ein Instant-GG. Er baut auch einen Medivac statt einem Viking am Anfang. Kann man machen, würde ich jetzt nicht. Und dann ist er halt, der ist tot. Einfach tot. Die Banshee hätte dir das Spiel vielleicht jetzt schon gewonnen. Okay, gut. Ja. Das ist wichtig, ja. Ja. Also ich würde auch das Command Center nicht vor der Banshee bauen, sondern danach. Wenn du wirklich diesen 1-1-1 spielst, willst du dieses Timing zuerst treffen, um Schaden zu machen. Das Traurige ist, wenn wir jetzt mal vorspulen, hier das Micro, die Widowmine verliert leider, das ist alles ein bisschen doof. Ich muss nochmal ganz kurz hier leiser machen. Das ist noch gar nicht schlimm. Was jetzt passiert, und das ist das Tolle, obwohl du, der Typ ist ja auch Diamant, gegen den du gespielt hast. Und du hast, obwohl er sein Command Center, ich glaube, er hat es früher gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt. Weil ihr seid lustigerweise gleich in den SEVs. Er ist ein SEV vorne. Und dein Benji wäre, wenn das jetzt schon. Das, also jetzt pass auf, dein Benji geht rein und macht hier Schaden. Dumm, 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 dumm. Ist alles super. Ich glaube, das stirbt jetzt dann demnächst. Okay, kostet noch einen Scan. Und obwohl dein Benji 8 SEVs getötet hat, bist du jetzt gleich auf im SEV-Count mit deinem Gegner. 34 zu 34.
Das heißt, die Banji hat effektiv keinen wirklichen Schaden gemacht, sondern hat dich bloß gleichgestellt mit ihm. Und da kannst du anfangen, vielleicht ein bisschen umzudenken. Dieses Aggressive ist zwar echt gut und es kann sich auch auszahlen, aber du musst halt sicherstellen, dass dein Makro dahinter stimmt. Ansonsten erreichst du mit dem Schaden nichts. Also der Schaden, wenn du jetzt statt dem Schaden zu machen einfach gemakrot hättest, wärst du wahrscheinlich besser dran gewesen. Von den SCVs. Weil du warst schon gleich mit den SCVs, bevor sein Banji reinkam. Also dein Banji meine ich jetzt. Bevor dein Banji reinkam, war es hier gleich auf mit SCVs. Und nachdem es tot war und 8 SCVs gekillt hat, war es ja immer noch gleich. Das heißt, in dieser Zeit musst du irgendwie komplett verzichtet haben, SCVs zu bauen. Komplett. Das könnte vielleicht auch schauen, aber ich denke, ich muss da wirklich dann echt lang ausgesetzt haben. Wie lange ist Also wir können ja mal gucken, das? lass uns mal schauen, was im Produktionstab, wo ist denn dein Benji? Ist es da, okay? Wenn es reinfliegt, dann schauen wir mal auf dem Produktionstab, was da genau passiert. Ist immer noch da, ist immer noch da. Jetzt kommt's gerade rein. Okay, das fliegt jetzt rein. Du hast jetzt ein SCV im Produktionstab, obwohl du zwei haben könntest. So, und jetzt bist du beim Benji. Du bist eins hast noch angedrückt. Ein SCV geht rein. So, Benji ist drin. Und das war's. Du drückst noch einen Tank an, das ist gut. Marines nochmal. Aber keine SCVs mehr. Die ganze Zeit. Medivac, keine SCVs. Immer noch nicht. Jetzt kommt wieder Erst eins. wieder. Ja. Und das ist halt schon eine lange Zeit. Das waren jetzt, glaube ich, ja. Also mindestens 30 Sekunden kommt hier sofort. Und jetzt produzierst du halt wieder nicht, weil du wieder am Benji gucken warst, vermute ich. Jetzt erst wieder. Also das ist so das, wo ich dann immer sage, ja, Harassment ist. Du musst es eigentlich machen. Als Terraner. Vor allem, aber insgesamt als jede Rasse in Legacy of the Void, sei aggressiv. In meisten Fällen lohnt es sich, aber halt leider bloß auch nur dann, wenn dein Makro dahinter stimmt. Ansonsten kannst du es dir quasi schenken. Also im TVT habe ich herausgefunden, derjenige, der zuerst rüberpusht, gewinnt in den meisten Fällen. Wenn er es nicht ganz blöd macht. Also Tanks und Vikings und Raven für Position, dann irgendwie Medivac zum Rumjonglieren und boom, vor allem auf King's Edge Station, wo du die Rocks hinten hast. Also ich habe schon so viele Spiele gewonnen, nur weil ich da mich positioniert habe im frühen Timing. Abartig, echt eklig. Aber es muss halt funktionieren. Mit dem Makro und dem Multitasking. Sonst würde ich sagen, Makro lieber ein bisschen mehr und schau, dass du die Vision generierst, damit du safe bist. Da hast du dann viel mehr von. Und den Watchtower auch noch und vielleicht hier noch welche und dann siehst du die ganze Map. Wenn da überall Marine steht. Dann siehst du die ganze Map und dir kann nichts mehr passieren. Du hast dann auch eine 30 Sekunden Zeitspanne, bevor der Gegner überhaupt was, also um dich vorzubereiten auf das, was kommt, was du siehst. Also das wäre auch noch so ein richtiger allgemeiner Tipp. Vision generieren. Immer. Ja, Watchtower nehmen. Das hilft ungemein. Und wenn wir jetzt mal deine Basis uns anschauen, wie du gesagt hast, die ist halt komplett wild. Wenn du jetzt, nur mal angenommen, ich glaube, zwischen der Barracks und dem eBay, ist da ein Loch? Oder zwischen den zwei Racks, da siehst du es besser, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da wirklich zu ist, es schaut so ein bisschen seltsam aus, wenn du es drehst. Aber insgesamt, stell dir vor, da kommt jetzt ein Doom Drop rein. Irgendwie, keine Ahnung. Und ein Teil deiner Army würde sich hier klumpen oder du willst SCVs ziehen. Die kommen ja gar nicht zum Gegner hin. Da ist ja gar kein Weg. Das heißt, entweder stacken die an den Barracks und klumpen, weil da so ein Flaschenhals ist, was ich jetzt, ich glaube eher nicht. Oder sie rennen halt einmal außen rum, was ewig viel Zeit kostet. Und wenn du so ein schönes Base Layout hast, dann ist das halt viel schwieriger. Also für dich viel einfacher zum Verteidigen. Vor allem, also im TVT jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Aber in TVP und TVC definitiv, weil da hast du halt die Einheiten, die mehr Reichweite haben. Tanks, Marines, Marodeure, Ghosts, Liberator und der Gegner Zerg hat halt Zerglinge, Roaches, Protoss meistens mit Adepts, die haben auch weniger Reichweite als Marines. Und wenn die nicht angreifen können, dann sind sie auch keine Gefahr für dich. Und das passiert halt, wenn du ein schönes Base Layout hast, dann kriegen sie keine Konkave, sie müssen durch den Flaschenhals durch, das ist furchtbar. Ja, gut. Muss ich auf jeden Fall darauf achten, weil ich klatsche halt irgendwo hin, wo Platz ist, aber Ja.
Nee, Ist halt, nimm dir die 2 Sekunden, um's gescheit zu machen. Es wird, du wirst dann also am Anfang wirst du erstmal ein Stück langsamer spielen, aber wenn du dann besser wirst, dann wird das auch alles viel schneller gehen und dann bist du genauso gut wie vorher, nur dass du es das halt dann angewendet hast. Und das nächste ist halt jetzt, ich glaube, der pusht jetzt raus und du siehst halt leider nichts, ne? Du weißt nicht, dass er kommt. Also du hast, dass du seinen Watchtower nicht hast, okay, kann man drüber streiten, aber deinen solltest du mindestens den Watchtower haben. Also, es wäre noch schön, wenn du die beiden Brücken gehabt hättest zum Sehen, weil da können auch immer wieder mal Drops kommen, aber mindestens den Watchtower. Du verteidigst es hier zwar sehr gut, das Banshee ist halt übelst MVP. Also, das Banshee ist ja Bombe. Der scannt nicht, das haut Damage raus wie Sau. Also, das war schon mal eine relativ gute Defense, obwohl das auch komplett furchtbar hätte gehen können. Jetzt lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Beim TVT oder insgesamt, sage ich mal, lass uns mal zu Minute, das dauert so ein bisschen zu lang, zu Minute 7 springen. Weil da ist der Checkpoint, da gibt es einen Checkpoint, den ich kenne. Und der ist, dass bei Minute 7 willst du 100 Supply haben. da bin ich weit entfernt. Ein bisschen, ja. Sogar wenn du tradest, sagen wir mal, also wenn, das ist jetzt halt schon GM-Niveau, aber nur damit du weißt, welches Benchmark du erreichen könntest, wenn du nur Makro machst. Wenn du nur Makro machst, also selbst wenn jetzt getradet wird, wenn Maru zum Beispiel oder Bian oder TY, selbst wenn die 20 Marines und Medivac donaten gegen Zerg, schaffen die es trotzdem bei Minute 7 100 Supply zu haben, obwohl sie 24 Supply weggeschmissen haben oder getradet oder wie auch immer. Das heißt, mit richtig gutem Makro kannst du bei Minute 7 auch 110 schaffen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt 110. Gut, mit deinem Opening in TVT ist es ein bisschen schwieriger, weil du auf die zweite, also dein Command Center, dein zweites ist ein bisschen spät. Dann wärst du vielleicht bei 90 Supply. Aber das wären immer noch 20 Supply mehr. Stell dir mal vor, das wäre jetzt, die Hälfte davon wären SEVs und die andere Hälfte Army. Dann hättest du doppelt so viel Armee wie dein Gegner. Deine Upgrades schauen ja ganz solide aus. Plus 1 wird fertig sein. Das Einzige, was irgendwie fehlt, ist Stim. Ich weiß nicht, das hast du nicht angedrückt aus irgendeinem Grund. Hat verpennt. Ja, ich glaube, ich dachte irgendwie, dass ich Stim statt Combat Shields angedrückt habe und so, aber generell, es ist irgendwie so, ich krieg's richtig, also ich verpenne immer eins von den beiden, also im CVZ halt nie Stim, weil das im Bild drin ist, aber Combat Shield und so, also ich, ja, ich übersehe die halt dann richtig oft, auf jeden Fall. Also Combat, ja, das mit Combat Shields kenne ich. Ich weiß nicht, wie häufig passiert, also in den Spielen, wo ich gesehen habe, hast du jetzt Combat Shields, glaube ich, immer bekommen. Und zwar auch recht zügig. Aber ich kenne dieses Problem, dass du, vor allem wenn du nur ein Tech Lab spielst, dass du Ja. dann nach dem Stim fertig ist, Combat Shields einfach komplett vergisst. Das passiert bis Master Tier 2. Passiert das. Das ist keine Schande. Also, was du machen kannst, wie schauen denn ach, sag, Steuerungsgruppen aus. Wie hast du die, wie benutzt du die? Also was für was? Also generell habe ich halt ja 5 die Basen, 4 die Kaserne und auf 1 probiere ich halt die normale Armee zu haben. Und auf 2 dann meistens die Tankiwax und oder Drops und so. Okay, Also. super, super. Du kannst anfangen. Also mit den Upgrades weiß ich nicht, wie gut das bei dir funktioniert mit plus 2. Manchmal habe ich gesehen, echt solide, manchmal weiß nicht, hier ist jetzt zum Beispiel die Armory. Also die zweite eBay ist fertig, obwohl du plus 1 also Armor noch nicht durch hast. Das ist ein bisschen zu früh, das heißt, die Armory fehlt auch noch. Was du machen kannst, um die Upgrades immer im Blick zu haben, ist, dass du die eBays und die Armory mit den Command Centern in eine Gruppe schmeißt. Das stört dich eigentlich nicht beim Produzieren der SEVs und beim Mulen genauso wenig. Aber du siehst, alle 12 Sekunden hast du automatisch im Blick, laufen meine Upgrades noch. Wenn nein, weißt du, okay, muss ich wieder 2-2 andrücken. Und wenn sie noch laufen, dann super. Aber alle 12 Sekunden willst du ja im Idealfall SEVs produzieren. Weil so lange dauert es, bis eins fertig ist. Ja, es klingt auf jeden Fall gut, weil ich habe mal überlegt, sie mit zu den Kasernen zu geben, aber dann hatte Nee, ich halt es ist nicht Probleme. so geil, nee. Also, Ja, beim. ich hab's bei den Command Centern drin und es funktioniert super. Und wenn du Ja. bei den Ebays, also wenn du jetzt eine Ebay hast, dann machst du erstmal da plus 1, dann plus 1 Armor. Und wenn das halb fertig ist, dann schmeißt du die zweite Ebay und die
Armory dazu. Oder wenn du Doppel-Ebay spielst, dann wenn 1-1 halb fertig ist, dann die Armory. Weil dann wird die Armory perfekt fertig und dann kannst du sofort 2-2 durchfeuern. Und noch plus 1 Rüstung oder Weapon-Upgrades für die Tanks oder die Liberator, je nachdem, was du halt gerade spielst. Okay, gut. Also Ja. das würd ich so machen. Ansonsten finde ich super, dass du Tanky Vex und Marine schon mal splittest. Das ist zwar echt schwierig, aber wenn du das wirklich mal drauf hast, das ist so viel besser. Also finde ich schon mal richtig, richtig gut. Gut. Ich glaube. Ja, ich muss sagen, TVT, weil ich habe keinen so, also ich habe generell keinen so guten Gameplan overall, sagen wir so. Ich weiß echt nicht genau, was ich nach der Early Games, so nach der BO, dann tun soll. Ja, also generell würde ich jetzt sagen, gut, du baust hier das Command Center. Es ist halt, du baust halt wirklich komplett wild. Wenn du jetzt schaust, du baust das Command Center hier, wirst deine Basis aber da drüben nehmen, dann baust doch gleich hier an die Kante. Das spart halt locker 10 Sekunden. Solche Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die sich aber wirklich im Laufe des Spiels immer höher schaukeln. Also mit dem Banshee zum Beispiel wäre das diese Dreiviertelminute früher gewesen. Wow. Und jetzt auch mit dem CC, wenn es da ist, und die Barracks. Du gehst auch zum Beispiel jetzt hier auf 6 Barracks hoch, wobei du erstmal nur auf 5 hoch möchtest. Also Two Bays sind so 5 Frags, ein Fax, ein SP, also Starport. Und auf 3 Bays gehst du dann auf 8 Racks und 2 Fax hoch und ein SP. Also im TVT zumindest, ups, im TVT zumindest. Außer du spielst Mac, dann natürlich nicht. Aber ja, 2 Factories ist eigentlich gut für Tanks und ein Starport reicht. Wenn du die Medivacs nicht verlierst, reicht ein Starport meistens. Du musst dann halt nur gucken, auf wie viele Medivacs gehst du. Und im TVT würde ich sagen, nicht mehr als 10, aber generell so viele, wie du Tanks hast. Und dann würde ich Vikings bauen. Jetzt auch nicht zu viele, aber wenn du ein Viking mehr hast als dein Gegner, dann ist es schon mal ultra gut, weil immer noch. Obwohl jetzt Tanky-Vex da sind, Vikings sind immer noch sehr gut, um halt Vision zu machen für die Tanks, den Gegner zurückzupushen. Das ist ziemlich gleich geblieben. Der Gegner kann sich halt nur schneller zurückziehen und die Tanks saven mit den Medivacs, was halt früher nicht ging. Aber du kannst trotzdem immer noch, wie sagt man, Grund gut machen. Also nach vorne pushen, Stück für Stück, wenn du halt einfach die Luftwaffe stärker ist als die vom Gegner. Ja. Also Vikings würde ich schon noch irgendwie bauen. Gut, Vikings, ja. Du kannst auch ein anderes Opening spielen. Also wenn du jetzt Banshee, statt Banshee kannst du zum Beispiel auch einen Raven bauen und danach einen Viking, danach den Starport auf den weghauen, einen Reaktor dran bauen, nochmal auf 2 Vikings gehen und dahinter Tanks und Marines pumpen. Und dann hast du 3 Vikings mit einem Raven, 16 bis 20 Marines und 2 bis 3 Tanks und damit pushst du dann. Du hast zwar dann nicht die Medivacs zum Rumjonglieren, aber du hast auf jeden Fall die Vikings für die Vision. Und damit Okay, kannst du gut. schon mal unglaublich viel Druck ausüben auf den Gegner und dahinter dann deine dritte nehmen, auf 5 Barracks hochgehen. Also ich würde nicht auf Doppel-Upgrades gehen. Im TVT ist es, glaube ich, nicht mehr so viable, auf Doppel-Upgrades zu gehen. Nicht am Anfang. Also meistens machst du plus ein Weapon-Upgrades, wenn das fertig ist, plus 1 Rüstung. Und wenn das halt fertig ist, baust halt die eBay, die zweite und die Armory für dann 2-2. Weil du am Anfang mehr Units, mehr Druck, mehr Pressure ausüben möchtest, meistens. Okay, ja. Gut. Also das Saber Opener sozusagen nur mit Raven und Vikings dann. Ja, Oder? genau. Also ich spiel das Opening, das du spielst, ein bisschen anders. Ich baue 3 Reaper und 3 Hellions und einen Liberator und mache halt damit Druck. Außer ich sehe, dass er einen Cyclone hat, dann lasse ich den Liberator daheim, weil der stirbt immer, der Liberator gegen Cyclone. Den zu wasten ist nutzlos. Und dann baue ich halt, wenn ich rauspush mit dem Liberator, dann Tech Lab und Reaktor an die Barracks, also an die Barracks Reaktor und Tech Lab an Starport Factory. Baue dann einen Cyclone und einen Raven, nehme meine zweite, baue einen Tank und einen Viking und dann switche ich den Starport auf den Reaktor für Doppel-Viking, baue einen zweiten Tank und damit kannst du dann, und halt dahinter Mass Marines und push halt damit dann nochmal raus. Funktioniert auch. Zumindest hat ein GM mich mal damit übelst weggeklatscht. Auf der Map vor allem. Gut.
Geht auch. Also im TVT gibt es nicht den Build. Du musst halt wirklich gucken, was machst du. Das Opening ist immer eigentlich gleich. Rex, also Gas, Rex, Gas. Und dann meistens Reaper, Hellion. Und dann musst du gucken, willst du früh aggressiv raufgehen oder eher ein Timing treffen, das ein bisschen später trifft oder voll defensiv sein. Aber ich habe für mich gemerkt, voll defensiv funktioniert nicht. Ich verliere einfach. Okay, ja. Gut. Muss ich gleich ne, alles überlegen. Aber auf jeden Fall denke ich, das ist eine gute Idee, wenn ich halt. Also ich habe es auch bemerkt, in anderen Matchups komme ich auf jeden Fall mit Vakuum besser zurecht, weil ich mit der Banshee, also. Ja, ich habe halt nicht das Multitasking für die meistens. Es lohnt sich halt nur. Es ist halt so. So ein Viertel der TVT gewinne ich halt sofort mit der. Ja. Und deswegen denke ich immer, es rentiert sich, aber eigentlich müsste es ja. Aber wahrscheinlich halt overall nicht, wenn ich sowieso mit besserem Makro und so auch Also, mehr. von dem, was ich jetzt gesehen habe, nach deinem jetzigen Standpunkt, würdest du mit einfach nur Makro weiterkommen. Generell ist es aber so, wenn du Makro und Mikro, also das Multitasking hast, dann ist das auf jeden Fall der bessere Weg. Definitiv. Aber du musst halt gucken, wo jetzt deine Stärken liegen. Und ich habe halt jetzt in diesen Spielen den paar Replays gesehen. Also entweder machst du dein Multitasking stärker, damit es funktioniert, oder du gehst nochmal einen Schritt zurück und sagst, okay, ich fokussiere mich erstmal aufs Makro. Versuch bei Minute 7 die 100 Supply zu haben und bei Minute 39 bis 9, 9, bis 9, also 9 bis 39. Max out. Boom. 200, 200. Bei 39. Das ist machbar. Und dann hast du halt so viele Truppen. Du musst halt gucken, wie es ist. Gegen Zerg und gegen Protoss ist es schwierig. Und gegen Terraner generell gewinnst du mit Terraner halt leider meistens bloß, wenn du der Aggressive bist. Also ich habe auch schon Leute gehabt, jetzt auch in Diamant, die hatten recht gutes Makro, haben aber null gepressured und haben deswegen verloren. Ist halt dann auch doof, weil sie halt, keine Ahnung, viel zu inaktiv waren und Zerg und Protoss rennen dir halt einfach davon, wenn du keinen Druck ausübst und Fehler erzwingst. Das ist halt leider doof. Aber generell denke ich mal, wenn du jetzt einfach mehr Makro hast oder stärkeres, dass du dann zumindest am Anfang jetzt noch weiterkommen wirst. Zumindest noch ein gutes Stück. Und dann, wenn, dann würde ich halt gucken, dass du ins Multitasking gehst, während du dein Makro auf dem gleichen Level hältst. Und Okay, ja. dann, dass du so weiterkommst. Gut. Hier haben wir noch ein ganz schönes Beispiel, warum Base Layout so wichtig ist. Siehst du den Tank da? Ja. Ja. Ja, das passiert mir viel zu oft. Ja, genau. Also, hin und wieder habe ich dann auch so 5 Tanks stuck und dann rege ich mich richtig auf. Ja, ich hatte heute ein Spiel, da habe ich vergessen, Rally Point zu setzen. Und ich habe es dann erst im Replay gesehen. Zwei Drittel meiner Armee. Also ich habe vorne einen Protoss gepressured mit Tankiwax, Liberator und Zeugs. Und hinten waren zwei Drittel meiner Armee statt. Da standen nochmal zwei Tanks, drei Liberator und 50 Supply Bio. Das Spiel hätte ich damit halt beenden können. Aber ich hab's halt einfach wegen dem Rally Point, weil ich den F2-Key nicht mehr benutzen will, habe ich halt alles auf meine Rampe gerallied. Und die standen, und meine Produktion war halt da hinten und alles war da vorne. Und ich guck halt nur da vorne und da, dann stehen da halt immer nur Marauder und drei Marines aus den zwei Barracks, die ich am Anfang habe, und denken mir halt nichts dabei, weil ich immer vorne am Micron war. Das sind halt dann auch so Dinge. Jetzt hast du da zum Beispiel schon zwei Tanks stehen, wie du gesagt hast. Mir ist noch aufgefallen, dass du teilweise ziemlich häufig Supply runtercallst. Ja, ich werde also generell, ich baue zu wenig Depots oder ich kann das weiß Ja, nicht. genau. Da gibt's einen Trick. Kennst du den Idle Worker Trick? Ja, ich habe es halt mal probiert und das Problem ist, ich habe so irgendwie einen Reflex, alle Worker zurückzusenden und ich sende den einfach, auch wenn ich sehe, dass er idle ist, dann denke ich nicht daran, dass es der ist und sende ihn wieder zum Arbeiten oder so, aber ich Okay. denke, ich sollte damit einfach anfangen, dann kriege ich das auch Unbedingt, hin. unbedingt. Also lieber hast du einen SCV mehr idle oder zwei oder sogar manchmal fünf. Also ich habe manchmal wirklich auch fünf SCVs idle. Aber das ist immer noch besser, als wenn du nicht, also wenn du Supply Block bist und plötzlich fehlen dir 30 Supply im Kampf. Dann lieber diese fünf SCVs für eine halbe Minute idle haben. Ist zwar auch nicht ideal, aber ist nicht ganz so schlimm. Also versuch's einfach. Wär mein Tipp jetzt hier. Hilft auf jeden Fall eine ganze Menge. Weil Supply Blocks sind schlimmer als ein paar SCVs, die nicht meinen. Definitiv.
So, jetzt hast du hier deine Marines ein bisschen arg overstimmt. Du hast auch nicht. Genau. Hast du die Factory und den Starport in der gleichen Gruppe wie die Barracks? Schon, oder? Ja, habe ich. Okay. Gut, weil du hast halt tatsächlich bloß zwei Medivacs und bisher bloß eins verloren. Das ist sehr wenig. Also da ist halt wieder dieses Makro. Bei manchen Spielern habe ich das auch gesehen, die produzieren nur aus den Barracks und vernachlässigen halt komplett die Factory in den Starport, weil sie halt nicht durchtappen oder wie auch immer. Also früher konntest du vielleicht mal die Factory nicht benutzen, im TVP, in HOTS war das so. Jetzt ist es so, eigentlich muss die immer brauchen. Also jedes Produktionsgebäude als Terraner, nonstop der Starport, entweder Medivacs oder Liberator oder halt Vikings gegen Colosse zum Beispiel. Die Factory Tanks oder Widowmines und die Bio und Barracks halt Bio. Das mit der Bio funktioniert ja ganz gut. Was du jetzt halt hier leider machst, ist ein Ja, ich bin kompletter richtig in die Planetary. niemals mit Marines in die Planetary. Niemals. Selbst wenn du 50 Marines hättest. Tu's nicht. Also, die tut einfach nur weh. Die hat jetzt schon 14 Kills, weil halt leider deine Marines auch overstimmt waren. Und die kriegt halt 19 Kills, 24 Kills. Stell dir mal vor, du hättest diese 24 Marines jetzt hier in diesem Kampf gehabt. Das wäre GG gewesen. Also mit der Banshee hättest du schon gewinnen können. Mit deinem Kampf dort hättest du schon gewinnen können. Generell ist es möglich. Also du bist kein schlechter Spieler. Definitiv nicht. Aber es sind so Kleinigkeiten oder so Entscheidungen, die du triffst, wo es dann halt einfach komplett umdrehen und von schlecht in noch schlechter wird. Weil jetzt ist er halt massiv Ja. vorne. Und das tut halt leider sehr weh. Du bist jetzt auch nur auf 6 Barracks statt auf 8. Ah ja, und die Natural ist nicht komplett saturiert. Dafür ist die Main komplett mined out. Aua. Ich auf jeden Fall direkt über zu. Und das tat mir auch sehr weh zu sehen. Dass du dahin Supply gedroppt hast. Das sind halt 600 Mineralien, liegen da jetzt einfach bloß zum Abgreifen. Für den Gegner. Also jedes Depot mit dem Supply Drop ist 300 Mineralien wert. Das ist teuer. Das sind sehr wertvolle Depots. Sollte ich auf jeden Fall. Ja, es ist halt so, wenn ich halt bemerke, dass ich irgendwas brauche, dann klatsche ich es irgendwo und das ist ungefähr Ja, dasselbe ja. Problem wie in der Base. Das heißt Genau. einfach da, wo ich bin sozusagen und deswegen ist das richtig Nee, unoptimal. also generell nimm dir einfach diese 2 Sekunden. Auf die kommst, weil du hast ja jetzt nichts zu tun quasi. Also da ist kein Drop, um den du dich kümmern musst. Du selbst bist nicht am Droppen. Es gibt quasi nichts zu tun. Oder also jetzt nicht so, dass du sagst, boah, es kommt auf diese Millisekunde an. Wenn du jetzt vorne übelst am Mikron wärst, dann klar, okay, kein Thema. Aber so ist jetzt nicht viel zu machen. Also da nimm dir die Zeit einfach. Ja. Und Vision halt, ganz wichtig. Also du möchtest immer Vision haben, wo der Gegner die nächste Echse nimmt und halt eben auch an bestimmten Pfaden, die häufig genommen werden. Oder halt, wo gedroppt Ja, wird. ja. Also Gut. da immer ein Marine. Du kannst auch ein Depot bauen, geht auch. Es gibt auch Leute, die bauen jetzt hier ein Depot und da ein Depot. Bei der Brücke da unten zum Beispiel finde ich 2 Depots super gegen Zerg und Protoss. Weil wenn er mit Adepts rein will, dann baust du noch 2 Widowmines davor. Also vor den Depots. Ja. Und dann ist halt, wow, wenn der da durch will, aua. Erstmals wirst du gewarnt. Die 200 Mineralien, wenn du sie verlierst, zu der Zeit in dem Spiel, wo das dann ist, tun nicht wirklich weh. Also es ist natürlich doof, wenn das zerstört, aber besser als wenn er dir 16 Marines tötet. Oder SEVs meine ich, an deiner Dritte. Oder wenn Zerg da rein will und mit 10 Banes und 30 Link kommen und 2 Widowmines clearen da die Hälfte davon, geil. Dafür zahle ich gern 200 Mineralien und 2 Widowmines. Im TVT würde ich keine Depots bauen. Aber im TVP und TVC dort, an solchen, also an den großen Brücken nicht, die sind zu fett. Da brauchst du nämlich, glaube ich, 4 Depots, das ist fast nicht wert. Aber an den kleinen, ja, doch, wieso nicht? Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ich muss sowieso an so vielen Dingen arbeiten. Ich finde es immer, Das es Schöne ist ist eh halt, klar. ja, das Schöne ist halt, du kannst noch an so vielen Dingen arbeiten. Und an so vielen Dingen ist noch so viel Luft nach oben. Such dir einfach was raus und versuch das, also in Anführungszeichen, zu perfektionieren. Guck, hier machst du es mit dem Depot. Geile Sache. Wenn du viel F2 benutzt, ist ein Depot besser als ein Marine.
Wenn du wenig F2 benutzt, würde ich lieber einen Marine hinstellen. Weil er halt günstiger ist. Und du kannst ihn wegziehen, wenn was passiert. Oder du kannst ihn hinziehen und scouten. Wenn da was ist. Ah ja. Ja. Ja, Genau. F2. Jetzt gucke ich gerade, was noch so ansteht hier. Also Makro, was du jetzt bist, ist Maxed und das ist okay, das ist gut. Und du gehst in die Transition in Battlecruiser und ich liebe diesen Move. Battlecruiser Transition, geil. Also Late Game TVT mache ich auch immer. Weil Battlecruiser traden, wenn du die Upgrades dafür hast, da musst du halt leider wirklich gucken, dass du dann die zweite Armory schmeißt und dann wirklich auch die Rüstung baust. Also die Rüstung für die Battlecruiser ist unglaublich wichtig. Ohne schmelzen sie, aber mit traden die unglaublich gut. Sie sind okay gegen Vikings, nicht das Beste, aber okay. Sie sind super gegen Tanky-Vex. Vor allem, das Lustige ist, ich glaube heutzutage mit Yamato, du fokust nicht mehr die Tanks, weil die halt geliftet werden können, sondern die Medivacs. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das ist immer noch der sicherere Weg, um wirklich Schaden zu machen. Weil ich glaube, die Yamato, wenn geliftet wird, ich probiere das nachher mal im Unit-Tester aus, aber ich glaube, die trifft dann nicht, weil sie ja, das Ziel ist ja weg. Aber Yamato ist geil gegen Tankiverks und Battlecruiser bei gleichen Upgrades wie Marines, im gleichen Supply, traden tausendmal besser. Also ich habe das probiert, 200 Marines mit Medivacs, also Supply Marine mit Medivac, maxed out, gegen Pure Battlecruiser. Das sind halt, keine Ahnung, 20% der Battlecruiser gestorben, dafür war die ganze Bio weg. Also die traden wirklich gut gegen Marines, wenn du genug davon hast. Und wenn du dich ein bisschen um sie kümmerst. Battlecruiser sind halt wie Kolosse quasi. Alleine sind sie nicht ganz so stark. Die brauchen ein bisschen Support. Und das ist auch der Grund, warum du jetzt hier das Spiel, glaube ich, verloren hast. Also von den anderen Fehlern und Missgeschicken mal abgesehen. Die PDD war eh sau lustig von ihm. Gegen die Marodeure. Du machst halt die Transition, aber tradest zu krass. Also wenn du jetzt maxed out bist, es war halt doof, dass er schon den Watchtower hat, da musstest du halt quasi irgendwas machen, weil den brauchst du, sonst, also das hast du schon richtig erkannt. Leider hast halt den Kampf nicht gut genug genommen. Er macht halt jetzt den gleichen Fehler wie du und tradet in die Planetary. Schau dir mal den Counter Repair an. Stell dir mal vor, die wäre fertig gewesen. Seine ganze Army wäre tot gewesen. Das Oh, da ist. hätte ihn nicht überlebt. Das Doofe ist halt, dass er so viele Vikings hat, während du in Battlecruiser gehst. Das ist halt schon, ja, ein bisschen suboptimal. Da wäre es vielleicht wirklich besser gewesen, selbst in Viking. Ja, schwierig. Ist schwer zu sagen. Er hat halt schon so viele Vikings. Und da sind zwar Battlecruiser nicht schlecht, aber normalerweise willst du die Transition ja machen, bevor er eine Menge Vikings hat. Weil dann, das Schöne ist, wenn du die Battlecruiser hast, seine Marines sterben gegen deine Tanks, seine Tanks sterben gegen deine Battlecruiser und er muss Vikings machen, gegen die, also deine Marines dann super gut sind und plötzlich hast du ihn out, also hast du, wie bei Zerg, halt so einen Tech-Switch gemacht, gegen den er nichts machen kann. Er muss reagieren, sonst stirbt er. Und wenn er reagiert und du das richtig spielst, bringen ihm die Vikings gegen die Marines nichts mehr. Und dann ist Schachmatt. Und du hast halt hier leider zu krass getradet. Also, wenn du jetzt maxed out bist und auf Battlecruiser gehst, dann würde ich nicht versuchen, meine ganze Army wegzutraden auf einmal oder einen dicken Kampf zu nehmen, sondern einfach so Multi-Drops. Hier mal ein Medivac reinboosten und da mal ein Medivac, um einfach ein bisschen Supply frei zu machen. Und dann schaust du halt, dass du vorne Druck ausübst. Also wenn er jetzt zum Beispiel an dem Watchtower seine Hauptarmee hat, dass du da Druck ausübst, ohne wirklich zu committen. Also du willst eigentlich gar nicht kämpfen. Du willst aber, dass er denkt, du willst kämpfen. Nur, dass er da steht, dass du halt seine Aufmerksamkeit dahin lenkst, dass die Drops ein bisschen Schaden machen können. Und wenn du dann so um die 6 Battlecruiser hast, 6 bis 8, dann würde ich auch nicht mehr Battlecruiser bauen erstmal. Das reicht dann meistens schon, weil die sind mit Upgrades echt gigantisch gut. Und plötzlich hat er ein Problem, weil du hast halt dauernd Druck gemacht und dann kann er vielleicht nicht so eine gute Transition machen, wie du jetzt, wenn er es nicht sieht oder wenn er es zu spät macht. Das ist ja das Ding, häufig wissen die Leute nicht, wann mache ich jetzt die Transition am besten. Weil Battlecruiser sind teuer, da brauchst du eine Bank. 4 Base Economy ist das Minimum. Ansonsten brauchst du es echt nicht anfangen. Muss ich mir mal so merken.
Ja, genau. Dann mache ich das so. Sollte ich dazu auch noch einige Vikings haben oder halt diese Expedition Biotank oder wie Also wär's drum? Vikings sind definitiv nicht schlecht, wenn du welche hast. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel das Opening spielst, das ich jetzt am Anfang gespielt habe, mit dem Raven und dann drei Vikings und dann Medivacs, dann kannst, wenn du die drei Vikings am Leben hältst, kannst du auch später wieder in Vikings gehen. Vikings sind nicht schlecht, wenn er viele Vikings hat. Je nachdem, wie sein Micro ist, sind Liberator tatsächlich doch besser, obwohl sie so eine geringe Reichweite haben. Aber Vikings klumpen auch sehr viel. Also da ist vielleicht ein Mix besser. Du kannst auch Battlecruiser und Raven spielen. Das Problem dabei ist halt, dass die Marines dann meistens so viel Schaden machen und dich einfach überrennen. Also ich würde auf Tankywags mit Marines bleiben, Battlecruiser, vielleicht ein paar Vikings. Aber eigentlich brauchst du es nicht zwingend. Also die Vikings, die haben 9 Reichweite. Yamato hat auch, ich glaube sogar 10 zum Casten und sogar 3 extra, wenn sie aus der Reichweite rausgehen. Das heißt, wenn er nah rankommt, um die Battlecruiser zu treffen, kannst du die Vikings Yamatoen. Battlecruiser halten auch was aus. Das heißt, ich würde halt erstmal es kommt drauf an. Da gibt's kein Rezept, wo du sagst so und so. Es kommt echt drauf an, wie es ausschaut. Wenn er jetzt sehr, sehr viele Vikings hat. Stell dir vor, der hätte 20 Vikings und du hast jetzt 6 Battlecruiser. Dann kannst du da nicht gescheit traden. Das geht einfach nicht. Selbst wenn jede Yamato einen Viking trifft, hat er immer noch 14 Stück. Das ist viel zu viel. Aber wenn er jetzt so wie hier jetzt so 10 hat und stell dir vor, du hättest jetzt 6 Battlecruiser, du könntest die ganzen Vikings oder mehr als die Hälfte weg Yamatoen und dann halt nach vorne pushen mit den Battlecruisern, dann muss er zurückziehen, dann kannst du wieder Ground gut machen. Und dahinter halt weiter produzieren und die Battlecruiser, wenn sie schwach sind, nicht wegwerfen. Zieh sie zurück, reparier sie. Ist schneller und tausendmal günstiger. Also die würde ich echt versuchen am Leben zu halten, so gut wie es geht. Ja. Ob du dann auf Mass Vikings gehst, dann bist du halt schon wieder in diesem Mech-Play, weißt du, wo du sagst, jetzt wären Raven eigentlich besser. Und dann bauen, dann im Endeffekt, im TVT, hast du irgendwann eh nur noch Sky Terran gegen Sky Terran mit ein bisschen Bio. Oder halt Ground Support Tor oder Mech oder wie auch immer du angefangen hast. Aber im Endgame, in den meisten Fällen, zumindest war das früher so. Und ich glaube auch jetzt, du siehst es halt nur nicht mehr so häufig in TVT. Bei Profis ist es halt so, die traden die ganze Zeit konstant. Die können gar nicht auf Battlecruiser gehen, weil sie nie das Geld dafür haben. Weil sie down traden. Aber in unseren Spielen hier unter GM, selbst in GM, da manchmal bankst du da einfach 2000 auf und dann gehst du auf Battlecruiser, also du gehst einfach auf Sky Terran, weil es halt das Stärkste ist, es ist mobiler, es ist stärker. Gut. Und was kann man denn machen, wenn man behind ist? Also irgendwie komme ich halt. Oder wahrscheinlich war ich schon echt extrem weit hinten natürlich. Also in Aber dem sollte ich Spiel dann. warst du hier bei eigentlich tot. Ja, hier auf jeden Fall. Ja, nachdem du den Fight an dem Watchtower so nicht gut genommen hast, leider, der ist nicht so gelaufen, wie er sollte. Danach warst du eigentlich schon tot. Weil er halt wirklich. Er hat auch schön die. Das hast du halt leider nicht gemacht, er hat seine Tanks geupgradet und du halt gar nicht. Vernachlässige nicht, wie stark Tank-Upgrades sind. Also wenigstens das Attack-Upgrade für die Tanks würde ich machen. Also das hast du hier komplett vergessen. Und zum Comeback. Da braucht's eine ganze Menge. Also du kannst probieren Multidrops, um Schaden zu machen, oder super greedy sein. Das sind die einzig beiden Möglichkeiten. Es sei denn, er ist super aggressiv und overcommitted, dann kannst du mit einer starken Defense auch zurückkommen. Also du kennst es ja vielleicht im TVC, wenn der Zerg dich Bane bustet und der erste Bust kommt durch und tötet dir 20 SCVs. So. Oder 30, sagen wir mal. Dann ist der Zerg schon mal vorne. Anstelle, dass er jetzt eine dritte nimmt, weil er konnte dich nicht töten, macht er Mehrlinge und Mehrlinge und mehr Banelinge. Und du baust halt dann Liberator und Widowmines und er tradet immer schlechter und immer schlechter und plötzlich hast du eine Army, gegen die er nichts mehr machen kann. Und das ist dein Comeback. Also drei Möglichkeiten. Entweder wenn er overcommitted, hyperaggressiv ist und du hast eine sehr gute Verteidigung, aber das kannst du nicht steuern, weil das braucht halt, da muss halt der Gegner blöd genug sein, down over zu committen. Darauf kannst du nicht zählen. Ansonsten Multidrops, Multi-Harass, Schaden finden, wo es geht, ohne selber Schaden zu nehmen. Das heißt, du droppst, stimmst rein und sobald du siehst, du verlierst Einheiten rausziehen.
niemals dann Einheiten verlieren, weil dann bist du komplett tot. Also da musst du dann wirklich gucken, dass die Einheiten überleben. Oder halt greedy sein. Eine Ninja-Base nehmen oder eine greedy dritte, irgendwie sowas. Ich denke, Green Design geht auf jeden Fall leichter auf dem Niveau für mich. Ja, denke ich auch. Es ist aber halt riskanter. Also mit den Drops, was heißt riskanter? Auf dem Niveau, wenn man jetzt so sagen, mit den Drops kannst du halt mehr machen. Beim Greedy sein bist du halt wieder darauf angewiesen, dass der Gegner dich das machen lässt. Bei den Drops kannst du halt aktiv was tun. Also es gibt zwei passive Wege, wenn er overcommitted oder du greedy bist, und einen aktiven Weg, in dem du harassst. Und zwar übelst gut. Das sind deine Möglichkeiten. Gut. Das ist. So, das Game ist, glaube ich, sowieso Das over, ist ja. jetzt ziemlich GG, ja. Da passiert nimmer viel. Ja, genau. Genau, ich liebe. So. Ich glaube, dann gucken Gut. wir uns noch das TVC an, das lange. Ja. Das dürfte noch Sinn machen. Genau, also. Ich glaube, ich habe da im Midgame meine Army einfach mal sehr schlecht getradet, also ich habe da nicht hingeschaut. Ja, das ist das Ding. Das passiert leider viel zu oft. Du kannst theoretisch als Terraner mit deiner Armee nicht unterwegs sein, ohne nicht draufzuschauen. Du musst leider aber hinten makro, und ich kenne das, das ist furchtbar. Aber da passiert halt genau das, was in diesem Spiel passiert ist. Dich trifft ein Fungal, dann kommen die Banes und instant ist die Hälfte deiner Army weg. Das Lustige Und ist, dass du tatsächlich, obwohl du die Hälfte deiner Army dort bei dem ersten Fungal mit den Banes verloren hast, hattest du immer noch genug Army, um das Spiel zu gewinnen. Es lief halt danach leider nicht gut genug, weil dann der zweite Fungal kam und den hast halt leider auch gefressen. Aber generell hättest du noch mehr als genug gehabt. Also sein Makro im Vergleich zu deinem war lang nicht so gut. Das hast du ja auch, glaube ich, wunderschön verlierst den noch? Ah, schade. Ja gut, dann nicht so wunderschön. Aber ist okay. Ich dachte, du verlierst bloß einen. Macht nichts. Hast du Reaper gespielt? Ja, ne, ist drüben. Ja, okay. So, das ist schon mal sehr gut, dass du siehst, dass er eine Base baut bei ungefähr 3,30. Das ist super. Aber angreifen willst du nicht. Also da weißt dann halt, okay, erstmal keine Panik. Es ist kein Two-Base-Spire oder Two-Base-Nydus-Wurm. Alles chicky, alles gut. Oh ja, warte mal, ich glaube. Oh ja. Hier, pass auf. Base Layout. Ich sag's dir so oft, damit's halt bei dir im Kopf dann bleibt. Du baust halt die Factory ganz da hinten. Und was du jetzt machen musst, ist, du musst halt dahin liften, um dort dann den Reaktor zu bauen. Das ist halt furchtbar. Also das hör damit am besten gleich auf. Ja. Und vom Timing weiß ich nicht, ob du es wirklich ganz triffst. Es ist ein bisschen spät. Du hast diesen Reaper Expand gespielt. Ich habe jetzt letztens erst Maru, gestern glaube ich, Caspar Cup. War es gestern Maru? Ich glaube, gestern war Maru Caspar Cup. Und der hat eigentlich das gleiche Opening gespielt wie du. Nur halt, dass die E-Base ein bisschen später waren. Ah, die sind ein bisschen zu früh, glaube ich. Und sein Drop trifft den Zerg bei 5 Minuten. Also bei Minute 5 ist er schon drüben. Statt dass er da erst rausmoved. Also das ist super. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich schaue mir das Game auf jeden Fall noch zwei, dreimal an für die Build Order. Weil das ist halt, du triffst halt wirklich ein Timing. Also du willst ein Timing damit treffen. Und hier bist du halt. Wenn du bei 5:10 drüben ankommst, ist auch noch in Ordnung. Aber 5:30 ist halt leider ein bisschen zu spät. Und hier tradest du halt sehr. Ja, wie viele Marines sterben da? 4 Stück. Die willst du eigentlich nicht verlieren. Also ich habe letztens auf Team Liquid habe ich einen Post gemacht, weil ich halt auch gnadenlos zerstört wurde in TVC. Und dann hat einer gemeint, ja, mit dem Drop ist eigentlich bloß so ein Test für den Zerg, ob er vorbereitet ist oder nicht. Und wenn er vorbereitet ist und diesen Test quasi besteht, dann hat er bestanden. Dann kannst du gar keinen Schaden machen. Dann versuch's auch nicht großartig. Stattdessen machst du halt jetzt genau das Schöne. Dann lieber mit diesen zwei Tanky-Wags zusätzlich und den Marines, ohne alle verloren zu haben, einen richtigen Push treffen. Und der tut dem Zerg richtig weh, weil irgendwann muss er ja drohnen. Du bist halt jetzt, wenn du guckst, es sind 48 Drohnen gegen 48 SCVs. Das ist super. Also vom Income bist du eigentlich vorne. Wegen Mules. Das heißt,
du musst mit diesem Drop tatsächlich gar keinen großen Schaden machen. Wenn du jetzt einen Creep-Tumor killst und einen Inject verpasst, dann ist es auch schon Schaden. Passt. Ich weiß, es ist, du willst unbedingt reingehen und boah, alle Drohnen und die Hatchery und die Queens und alle Linge auf einmal töten. Kenne ich das Gefühl. Es funktioniert heutzutage leider in den meisten Fällen einfach nicht mehr. Also die Marines, die ersten 16 Marines sollten alle am Leben bleiben im besten Fall. Okay. Weil Ja, dann dann brauche kann, ich. ja, weil dann kann dieser Follow-up-Push einfach richtig, richtig reinknallen. Und den Sprich, müsstest du also. jetzt machen. Ja, da, sorry, Also du hattest dann. eine Frage, ja. Hau raus. Genau, dann droppe ich die am besten einfach nicht, denn ich sehe, dass da schon genug ist. Ja, also ich würde, also hier würde ich eh nicht droppen. Auf der Map spiele ich eh nur Three Rex Reaper gegen Zerg, weil das, die ist wie Frozen Temple. Die beste Map für Zerg, für Reaper eigentlich. Die ist super für Reaper. Aber muss man halt können, wollen, mögen. Ne? Ansonsten würde ich generell eher hier droppen. Das ist zwar nicht die dritte, die du triffst, aber hier wird der Creep Spread am meisten verhindert. Also mit dem Drop würde ich gar nicht. Normalerweise ist der Creep Spread ja da, wo die dritte ist, aber du hast wegen diesen zerstörbaren Dingern hier, die meistens noch nicht zerstört sind, kein Opening, da hochzukommen und die dritte von der zweiten zu trennen. Deswegen auf der Map würde ich eher hier runtergehen und da versuchen. Also außerhalb vom Creep droppen, reinstimmen, scannen oder erst scannen und dann reinstimmen, zwei Creep-Groomers rausnehmen, gegen Zerglinge oder Roaches, gegen Roaches vielleicht instant liften, weil da musst du Focus-Fire und Zeugs machen. Gegen Linge kannst du ein bisschen zurück stuttersteppen, einladen, wegfliegen, rausdroppen, hochheilen. Nach 10, 20 Sekunden kannst du gerne wieder reingehen und gucken, ist seine Army noch in Position? Ja, nein. Dann siehst du, dann kannst du vielleicht wieder zwei Creep-Turme rausnehmen oder drei oder findest sogar eine Queen, die Creep wieder neu spreaden will. Bombastisch. Nur halt nicht verlieren. Und hier machst du halt leider jetzt nicht den Push, der so stark ist mit den Tanks und den Marines. Du könntest jetzt rausgehen. Schau, die Army ist 80 gegen 54. Und trotzdem seid ihr in den Workern fast gleich. Also dein Makro hier ist ziemlich, ziemlich gut. In diesem Spiel. Du hast zwar jetzt hier einen Supply Drop, bis, ja, bloß einen Supply Drop, so wie ich sehe. Ja, super. Baust auch hier weiter schön Supply Depots. Du müsstest nur ein bisschen die SUVs von der zweiten in die dritte ballern, zum meinen, aber ansonsten eigentlich ganz okay. Aber du wartest halt ewig lang und damit kann der Zerg halt machen, was er will. Creep spreaden, Overlord spreaden und er sieht halt alles und du siehst halt gar nichts. Also zumindest die Watchtower solltest du versuchen irgendwie zu halten, wenn's geht. Immer. Egal in welchem Matchup, egal auf welcher Map, egal zu welcher Tageszeit, eigentlich immer. Aber jetzt passiert halt leider genau das. Wo hast du denn gerade geguckt? Hier. Warte, 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 warte. Also ich habe gerade auf deine Kamera geschaut. Ich weiß nicht warum, du hast gerade hier. Siehst du den Ping? Hier hast du gerade hingeguckt, wo deine Army angegriffen wurde. Ich weiß nicht. Und es sind halt keine Mules und nix da. Also das ist so. Egal, auf jeden Fall Army, ouch. Da sterben jetzt, also du siehst, wie jetzt hier die ganzen Dinger vorne von dir sterben. Und trotzdem ist deine Army, wenn du es guckst, immer noch groß genug, um seins zu zerstören. Obwohl du halt gerade 30 Supply an Marines verloren hast. Deine Upgrades sind halt auch besser. Du triffst ein schönes Timing, sein 2-2 ist zu spät. Also du hättest ihn hier komplett vernichten können. Aber irgendwie frisst du halt, glaube ich, noch einen Fangel. Ich weiß es nicht genau. Ja, und dann. Das tut halt richtig weh. Noch ein Fangel und dann sind halt alle Tanks weg. Das tat halt leider sehr weh. Ansonsten hättest du hier auch schon locker das Spiel gewinnen können. Upgrades waren gut. Army war doppelt so groß wie seine. Das war. Also theoretisch kannst du, wenn du deine Armee losschickst, dich um deine Basis kümmern. Wenn sie aber an der Hälfte der Map ist, vielleicht musst du immer so, ich weiß da auch nicht, was der beste Weg ist, ob du sagst, okay, du machst so Etappen, wenn sie zum Viertel des Weges hinter sich hat, gucke ich mal nach. Nach der Hälfte gucke ich mal nach. Nach drei Viertel gucke ich mal nach. Dass du immer mal wieder zur Army springst und schaust, was macht die gerade, wie schaut's da aus? Ansonsten musst du halt wirklich konstant bei der Army bleiben. Dadurch wirst du allerdings viele Aktionen daheim verpassen. Also eine Base nehmen, Supply Depots bauen. So, solche Dinge halt, oder zusätzliche Barracks schmeißen. Das verpasst du halt dann irgendwie, wenn du dauernd auf die Army guckst. Also vielleicht schaust du mal, ob's klappt, dass du dir so Etappen setzt, dass du
alle 10 Sekunden oder 5 Sekunden oder 7 Sekunden oder was auch immer das Timing ist, je nach Map halt, schaust mal nach der Army. Oder du stimmst 2, 3 Marines nach vorne, und weil die sehen dann so, also die hätten sowas gesehen, die wären zuerst angegriffen worden und wären halt dann einen Screen vor deiner Main Army gewesen. Als Warnung, damit du diesen Alarm bekommst, weißt? Nein. Weil dann brauchst du nicht mehr nach deiner Armee unbedingt gucken, außer sie wird flankiert, aber dafür solltest du dann ja die Watchtower haben. Ja, mit den Watchtowern hätte ich auf jeden Fall viel mehr. Ja, also wenn du die Watchtower gehabt hättest und 2, 3 Marines vorstimmst, bevor du deine Hauptarmee losschickst, und die dann auch nicht in der gleichen Gruppe hast wie deine Hauptarmee, dass du nicht, die nicht zu versehentlich zurückziehst, dann, glaube ich, brauchst du nicht so aktiv nach deiner Armee schauen. Weil wenn du angegriffen wirst, diese 3 Marines, oder eine Marine, ich würde halt 3 nehmen, falls da eine Queen ist, töten sie die Queen noch. Oder die 3 Marines machen, dass er seine Armee zieht, und dann weißt du, okay, jetzt kommt seine Armee, und dann siehst du auch gleich wieder. Und dann weißt du, wo sie ist, dann kann sie dich nicht flankieren, weil du sie siehst. Ist auch wieder Information, die wertvoll ist. Also so halt, dass du guckst, okay, wenn dein Multitasking nicht so gut ist, musst du halt strategisch spielen. Und das ist tatsächlich in StarCraft 2 noch möglich. Es ist, man mag es kaum glauben, aber es geht. Auch wenn man denkt, es ist nur ein mechanisches Fest, aber man kann noch mit Strategie was reißen. Weil theoretisch warst du hier immer noch nicht draußen. Du hast zwar ein bisschen arg viele SUVs gemacht mit 80, 66 ist so das, was du normalerweise haben willst. Also 66, manchmal 72 SUVs. Aber nicht wirklich mehr. Ja, ich habe mein 3-3 auch verpennt, das war sehr übel für mich dann auch. Ja, das hat auch wehgetan. Das stimmt. Mies war halt, dass du wirklich sehr schlechte Trades genommen hast. Obwohl es gasmäßig gar nicht so schlecht ausschaut und mineralmäßig auch gar nicht so schlecht. Was lustig ist, wenn man mal guckt. Also, du bist bloß 1000 Mineralien hast du mehr verloren. Dafür hat er 1000 Gas mehr verloren. Aber trotzdem, irgendwie war halt seine Army stärker. Die Trades waren halt ein bisschen besser. Vielleicht hat auch irgendwann dein Makro ausgesetzt. Also du produzierst jetzt zum Beispiel nichts aus dem Starport und aus der Factory. Gar nichts. Und du klumpst halt wirklich sehr, 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 sehr viel. Also wenn's mit dem Splitten nicht so gut klappt, würde ich sagen, versuch vorne im Angriff. Also du bist immer außerhalb vom Creep, da willst du sein. Also egal, auch hier, das ist ja auch außerhalb vom Creep. Ist zwar ein bisschen blöd mit diesen Sichtblockern, aber dann spread deine Army. Mach einfach so Pre-Splits. Immer so kleine Grüppchen von Units. Anstelle die so geklumpt zu haben. Weil dann sind sie schon gesplittet. Dann hast du da kein Problem mehr. Dann können sie, selbst wenn er dich dann überrascht, ist der Schaden nicht so drastisch. Mit Banes und Fungals, weil er halt nicht so viel trifft. Also wenn du immer so kleine Päckchen an Units hast, so 4 Marines und 2 Marodeure, wenn da ein Fungal trifft, ist zwar doof, aber lang nicht so schlimm wie 20 Marines, 10 Marodeure und 4 Medivacs. Das tut halt einfach nur weh. Ja. Vor allem, der hilft es halt, trifft es halt mit einem Fungal, und wenn du Pre-Splits hast, braucht er halt 6 oder 7. Und seine Infestoren müssen halt weiter in deine Armee reinlaufen, was sie verwundbarer macht. Ja, jetzt mal schauen. Ja, auf jeden Fall mit dem Starport Production für mich. Also ich mache immer den Fehler, dass ich wahrscheinlich zu viel auch einreihe in meinen Racks und dann kein Geld mehr habe oder so und vergesse durchzutappen. Ja, jetzt sieht man es gerade, dass du da. Also 2 Produktionszyklen sind okay, aber 3 Marodeure in einer Barracks ist zu viel. Das stimmt schon, da hast du recht. Du hast leider auch in diesem Spiel 10 Medivacs verloren. Wenn du die 10 Medivacs nicht verloren hättest, dann wären das jetzt. Wie viele Liberator hast du? Einen und 2 Medivacs. Ja, dann hättest du jetzt um die 8 bis 10 Liberator. Und 4 Medivacs. Oder 6, je nachdem. Und mehr brauchst du gegen Zergoch nicht. Also wenn du Tankivacs spielst, boah, aber mehr als 6 bis 8 Medivacs brauchst du auch gegen Protoss, glaube ich, brauchst du sogar nicht mehr als 4 bis 6 Medivacs. Weil du wirklich mehr mit den Liberator machst. Oder dann halt Vikings gegen Kolosse. Droppen tut man eh nicht mehr so viel gegen Protoss. Gegen Zerg ist auch schwierig geworden, habe ich das Gefühl. Es funktioniert immer noch, aber
wie gesagt, für mich persönlich ist es sehr schwierig, heutzutage Schaden zu finden durch Drops. Von dem her brauche ich nicht so viele Medivacs, dann lieber einen guten Push mit Liberate. Und die Medivacs, wenn du, weil jedes Mal, wenn du Medivacs verlierst, dann musst du halt Neues machen. Was heißt, ein Liberator kommt später oder in deinem Fall leider halt gar nicht. Und das ist dann halt richtig bitter. Weil mit den Liberatoren hättest du gegen die Korruptoren, die hätten lang genug überlebt. Wenn du Widowmines spielst, was du jetzt auch ein paar baust, da würde ich dann auch sagen, baue eine zweite Factory für Widowmines. Du kannst sogar drei Factory spielen. Also ich hab gestern Gamer Richie ein bisschen zugeschaut. Der hat im TVC, es hat für ihn leider nicht funktioniert, weil er ein bisschen sein Micro war nicht so gut. Aber der ist auf ein Setup gegangen, das waren fünf Barracks, drei Factories und drei Starport. Ich glaube, es war TVC. Geht auch. Also Mass Widowmines mit dem Drilling Claw Upgrade und dann halt schön viele Liberator. Und halt ein bisschen Bio zum Supporten, damit halt die Zerglinge klumpen, damit die Widowmines die schönen Connections bekommen. Also geht auch. Du kannst auch viel mit Ja. Widowmines machen. Und in deiner Liga noch, guck mal, wie der Zerg klumpt. Stell dir vor, du hättest jetzt hier so ein Widowmine-Field. 10 Widowmines, die ganze Army wäre tot. Und er hat ja nicht mal einen Observer dabei, einen Overseer. Ja, würde meinst du auf jeden Fall richtig stark. Also ich glaube, ich habe nur, wobei ich habe auch nicht so viele Late Game TVZ gespielt, aber ich glaube, das Einzige, was ich gewonnen habe, also mit 20 Minen oder so, Da ich hatte ich auch gewonnen mal ein habe. Spiel. Es ist halt, du fühlst dich halt irgendwie, es fühlt sich halt gut an. Weißt, wenn du dann das Spiel beendest und ich schaue dann das Replay und sehe, hoi, am Ende vom Spiel hatte ich 34 Widowmines. Der Zerg tut mir echt leid, weil das halt nicht clearen kann. Wenn du da 5 Widowmines pro Zyklus machst, dann sind es halt, die braucht 30 Sekunden. Das sind halt in einer Minute machst du halt 10 Widowmines. Ja, aua! Wenn der, und, also gegen Roach Ravager nicht, da brauchst du Tanks. Aber gegen Ling Bane, Mutalis, Bombe, wenn er nicht die sickesten Splits hat und die besten Baits, dann, aua. Widowmines sind ja auch selbst gut gegen Ullis. Also, du kannst Widowmines auch anstelle von Ghosts spielen. Sie sind nicht ganz so gut, aber gegen Korruptoren, um die Liberator zu verteidigen, es funktioniert. Das ist halt die günstige Variante, die du nicht so ganz gut steuern kannst wie ein Ghost. Ghost ist halt, Snipe ist halt Bombe, ne? Dafür sind es halt teuer und kann gecancelt werden. Dafür können halt Widowmines schnell produziert werden, sind günstig, können aber auch Friendly Fire machen. Das ist halt der Trade-off. Aber für mich, bis Master Tier 1, selbst in GM, glaube ich, können Mass Widowmines gut funktionieren. Du musst halt nur gucken, dass du genug Bio hast zum Supporten, dass er die nicht immer mit zwei Zerglingen und Dings triggert und dann cleart. Weil das ist auch so ein Ding. Die Widowmines, wenn du sie spielst, nach einem Kampf, wenn der Kampf vorbei ist, der Staub sich gelegt hat, zieh sie zurück, lass sie nicht da liegen. Vielleicht eine oder zwei, aber die meisten zieh sie zurück. Weil auch wenn sie günstig sind, sind sie doch, wenn du 10 Stück verlierst, war es doch teuer. Sind fast 1000 Mineralien und 500. Ja, nee, aber ist es teuer. Also 750, 250 ist teuer. Und die ganze Zeit natürlich, die du gebraucht hast. Gut, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke, das wird Late Game richtig vielleicht mal. Ja. Ich bin sowieso zu, also ich bin halt nicht gut genug, die Ghosts Micro. Ja, Und bei geht mir Micros auch ist es so. so, sowieso, ich kann nicht gut gleichzeitig Micro und Makro. Und ich denke mir immer, dass sich für mich mehr lohnt, wenn ich lieber meine APM da Makro Ja. ansetze. Deswegen denke ich, dass die Genau. Widowmines da was sind. So, ich mache noch ein Gut. paar Notizen. Ja, sehr gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich hatte auf jeden Fall richtig viele Fragen vorher. Genau. Production, da, ich weiß gar nicht genau, wann soll ich so ungefähr bauen? Also ich weiß ja auf zwei Basen, 5 auf 3, 8, aber irgendwie kriege ich es echt hin, dass ich halt, oder was mir halt immer passiert ist, ich habe immer noch, glaube, zwei Racks und so und keine Mineralien und dann langsam, ich bemerke das halt nicht, wenn ich meine hier Warteschlange voll mache. Und irgendwann ist sie halt dann voll und dann komme ich drauf, dass ich Ja, viel okay. zu wenig Racks habe. Also eine richtige Uhrzeit kann ich jetzt nicht nennen. Aber als Hinweis würde ich sagen, du baust, also im TVZ zum Beispiel, wenn du diesen 2-1-1 spielst, und danach baust du ja, ich glaube, eBay, Gas, eBay, Tanks, ungefähr bei Minute 5 oder 5:30, glaube ich, kommt dann das dritte Command Center. Also der Build kann ja halt unglaublich verschieden gespielt werden. Und relativ schnell, nachdem du das dritte gebaut hast, baust du auf 5 Racks hoch.
Und sobald die dann steht und da ein paar SEVs sind, dann würde ich nochmal drei Barracks adden. Und halt die zweite Factory. Also Okay. das ist dann ungefähr bei, ja, ich würde sagen, Minute 37 bis 8. Du musst, also genau kann ich es dir jetzt leider nicht sagen. Da müsstest du mal gucken. Aber du kannst mal ausprobieren, wie das für dich funktioniert. Geh einfach mal in ein Custom Game und Makro einfach mal. Einfach mal zum Gucken, wie spielt sich das? Wann habe ich denn die Overmins dafür? Weil dann brauchst du dich um nichts kümmern. Und vor allem kannst du da mal gucken, schaffst du die Timings? Die 7 Minuten, 100 Supply, 39, 200 Supply. Also das würde ich dir einfach mal raten zum Gucken, wo stehst du gerade, wo kannst du dich verbessern. Wenn du das ist zwar langweilig, aber es bringt dich unglaublich weiter. Okay, gut. Dann werde ich das auf jeden Fall nachher gleich tun. Ja. Ansonsten kann ich dir das ist zwar nicht Björns Bild und der ist ein bisschen outdated, der spielt ihn ohne Reaper, aber da stehen alle Timings drin. Das ist hier Bernies. Der heißt halt so, ist irgendein GM-Terran, kenne ich nicht. Aber der spielt ungefähr den gleichen Style wie du. Der skippt halt den Reaper und baut stattdessen direkt den Reaktor. Damit trifft sein Drop nochmal ein bisschen früher. Musst du nicht machen. Der baut halt die zusätzlichen Barracks. Da hat er eins, zwei. Okay, bei Minute 6. Wenn du mit Reaper öffnest, würde ich sagen bei 6:30. Also bei 6:30 dann auf 5 Racks hochgehen. Und die zusätzlichen baut er jetzt bei 8:20. Joa, geht auf 7 oder 8 hoch. Okay. Ist okay. Cool, das Also da schon hast mal. du alle Timings. Das steht halt jede Nummer. Kannst genau wissen, wann. So, die Marines stehen alle einzeln dran. Also das ist. Und es ist ziemlich nah dran an Björns Bild, den du jetzt auch gespielt hast. Oder Maru oder wie auch immer. Gut, sehr hilfreich. Freut mich. Boah. Oh, jetzt ist ja schon. Oha, das war ja, glaube ich, schon 1 Stunde jetzt. Ja, wir sind jetzt so ziemlich durch. Richtig schnell auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Das freut mich. Ja, ist immer gut. Muss ich. Also, es wird mir, glaube ich, auch viel helfen, mir das immer wieder anzuschauen, weil ich mir das dann alles gut ins Auge. Also, dann muss ich erstmal an. Ich denke, ich arbeite halt erstmal an Building Placement und Makro und dann muss man schauen. Ja, Also. genau. Immer eins nacheinander. Wenn du alles auf einmal machst, dann kommst du auch nicht weiter. Schau, ich würde jetzt erstmal sagen, Building Placement und Makro. Schau, dass die Timings triffst und die Transition, weil da hast du ja selbst gesagt, weißt du nicht so genau, den Idle Worker Trick. Und wenn du das alles hast, das ist dann generell dein Makro Basic. Und wenn du das hast, dann machst du mit der Vision weiter und wenn du das dann hinkriegst, dann kannst du mit Multidrops anfangen. Vorher brauchst du da gar nicht groß da pressern, schaust halt mal. Okay, Ja. sehr gut. Das ist schon so sehr hilfreich. Gut, dann auf jeden Fall danke. Sehr gerne. Echt gebracht. Und Okay, sag mir Bescheid, wenn du Master erreichst, dann. Das wäre gut werde. zu wissen. Okay, Master. Ja, Sind noch doch, da. machbar ist Aber. es. Ja, ich will es auch probieren, auf jeden Fall. Ich meine, ich denke mir, ich habe Zeit, sagen wir so. Ich muss Ja, es ja nicht sofort nee, an. du nimm dir die Zeit, die du mach's richtig, ne? Hast viel mehr von. Okay. Okay. Alles klar. Dann wünsche ich dir good luck, have fun, alles, alles Gute. Und du trollst mich irgendwann mal wieder beim Stream. Ja, werde ich machen. Okay. Alles klar. Mach's gut. Alles Hau klar. rein. Dann Ciao. schönen Abend. Danke Ciao. ebenso. Tschüss. Tschüss. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.